Was um alles in der Welt ist das denn? Diese 4.1, die wir fahren, das fährt ein 1500 PS Bugatti. Herzlich willkommen, meine Freunde des gepflegten Motorsports. Wir sind hier mal wieder am Start und wir haben den Benny am Start vom BK Performance. Moin. Hi. Grüße dich. Endlich hat's geklappt. Wir planen das bestimmt schon seit Monaten, ne? Stimmt, ja. Aber Hannover-Wuppertal ist auch nicht mal eben gefahren. Heute sind wir auf jeden Fall hier bei FTS und der Benny ist auch da. Und er hat uns seinen Audi R8 V10 Plus Biturbo mitgebracht. Ja? Da muss man sich mal vorstellen, für normale Leute ist das nichts mehr. Ich sag immer, Audi ist den Schritt Richtung Lambo gegangen mit dem Ding. Es ist einfach ein richtig geiles Auto, ne? Und das so als Cabrio, das wäre schon fast mein Traumwagen. Aber dann kam dann mal so ein Tuner wie du um die Ecke und hat dann mal gesagt, weißt du was, das reicht mir nicht, ich brauche mal ein bisschen mehr Casalla. Zwei Gebläse draufgeschraubt. Ja, ne? Ja, ich würde sagen, sollen wir mal ein bisschen uns Richtung Heck orientieren? Können wir machen. Erzähl doch einfach mal den Grundgedanke, du standst da, du hast gesagt, okay, ist geil, aber ich brauche ein bisschen mehr Bums. Also so die Grundgedanken, wie gehe ich das Ganze an, was ist realisierbar, was kann man machen? Weil zu dem Zeitpunkt... Also angefangen hat es eigentlich so, ich habe das Auto gekauft mit dem Hintergrund, das definitiv umzubauen. Okay. Das heißt, ich bin 2 Tage original gefahren. Echt? Und dann wurde das Ding zerflippt. Okay. Erstmal alles ausbauen, dann schaust du erstmal an die Platzverhältnisse, man hat sowas davor noch nicht gemacht. Okay. Ja, dann wurden zum Beispiel solche Sachen, wie man zum Beispiel jetzt hier als Endprodukt sieht, hier oben sind jetzt zum Beispiel die Ladeluftkühler. Das sieht mir selbst gebraten aus. Genau, ne? Das ist alles Eigengebau, ganz genau. Das ist aus Aluminium, das sind die Aluminium-Ladeluftkühler, hier unten sind die Turbolader. Ja. Also du hattest jetzt kein Projekt, wo du dich jetzt dran orientieren konntest zum Beispiel, wo es schon mal jemand gemacht hat? Nein, also natürlich hat man schon mal geschaut. Also hier in Deutschland ist das noch nicht wirklich oder gibt es nicht so richtig die Szene dafür. In den USA ist das schon deutlich mehr. Es ist nicht wie Golftune, sage ich mal, aber da gibt es schon wirklich Leute und Firmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Mhm. Klar, schaut man, wir haben das anrealisiert, aber dann stehst du schlussendlich vor und baust es doch anders. Ja. Ne? Ich meine, klar, wir haben Turbolader, wir brauchen eine Ladeluftkühlung, aber wie man das dann schlussendlich macht, du kannst nicht wirklich jemanden fragen. Also du musst ja überlegen, der Motor ist ja komplett auf Saugertechnik halt quasi entwickelt worden. Ja. Und dann kommst du, also du weißt, was ich meine, ne? Genau. Um die Ecke und sagst, ich will dem Motor eine komplett andere Charakteristik verpassen. Mhm. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Dass das auch alles auf jeden Fall Running-Projekt dann am Ende ist. Auf jeden Fall. Da gab es auch wirklich Nächte, wo du mal nicht geschlafen hast, wo du wirklich einen Kopf zerbrochen hast, in einer Kiste standst und dachtest, okay, wie machst du das jetzt? Wie setzt du das um? Weil ja, schlussendlich baust du zusammen und musst danach testen. Du möchtest natürlich ungern das nachher wieder zerreißen. Wir reden hier auch über eine Menge Geld. Genau so ist es. Ja. Man probiert das wirklich so zu dimensionieren, zum Beispiel auch mit den Kühlern. Ich wusste ungefähr, was fahre ich für eine Zielleistung. Dann habe ich mich für Kühler entschieden. Also da geht es um die reinen Netze, wo ich weiß, dass die für diese Systemleistung auch ausreichend sind. Ich wusste, ich will so ca. 1000 PS fahren. Ich habe die Kühler theoretisch für 1500 PS schon ausgelegt, damit das alles nicht am Limit läuft. Ich wollte das alles cool. Das ist wichtig. Ne? Ja. Ich wollte auch mit diesem Auto keine Rekorde brechen, sondern ich wollte ein Auto, was du als Daily auf der Straße fahren kannst, mit richtig Leistung. Woher wusstest du dann irgendwann, für welche Turbolader du dich entscheidest und welche sind es geworden? Das ist so ein bisschen Erfahrung aus dem, was ich sonst mache. Klar, man hat zwar nicht diesen Motortyp umgebaut, aber man kann sagen, okay, wir haben pro Bank 2,6 Liter Hubraum, weil es ein 5,2 Liter Motor. Mhm. Dann weißt du ungefähr, wie viel Abgas so ein Motor zur Verfügung stellt. Dann kannst du schon sagen, okay, der Turbolader sollte in dem Falle ein bisschen größer dimensioniert sein, weil wir haben ein riesiges Drehzahlband. Das Auto dreht 9000 Umdrehungen. Ja. Das heißt, ich will gar nicht, dass die Turbolader dabei 2000 Umdrehungen reinpumpen, sondern es reicht wirklich, wenn die bei 4, 4,5 anspulen, dann haben wir immer noch 5000 Umdrehungen Band. Das reicht vollkommen aus. Die müssen auch nicht viel Ladedruck machen bei dem Motor. Die machen jetzt 0,7 Bar. Ne? Also da ist nicht viel Ladedruck im Spiel oder sowas. Genau. Ne? Das ist auch deshalb so, weil wir die Verdichtung vom Motor nicht geändert haben. Motorserie? Der ist komplett Serie. Komplett Serie? Komplett. Da ist nichts gemacht. Keine Schraube gedreht. Nur Getriebe, glaube ich, oder? Getriebe ist auch Serie. Die weil da hatten wir die Story beim GP, da ist es ja auseinandergeflogen. Ja, ne? In dem Falle, da wird es aber auch, glaube ich, nur die Kupplung gewesen sein, weil die Kupplung ist so ein bisschen ein Problem bei dem Auto. Und dann nimmt das Getriebe einen Schaden davon. Ich habe sicherheitshalber eine Kupplung eingebaut, jetzt über den Winter. Ich bin aber bestimmt auch so 5000 Kilometer mit Serienkupplung gefahren. Hat funktioniert und dann lieber umgebaut, sicher ist sicher, bevor es da halt knallt. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, Motor bleibt so wie er ist, Kupplung und dann Turbo-Kit und dann ist man quasi schon safe. Ne? Ja, lässt sich jetzt einfach daher sagen, aber... Genau, ja, dann ist noch ein Zusatzsteuergerät da drin, das steuert dann zum Beispiel die Ladedruckregelung. Das heißt, ich kann mit dem Handy zum Beispiel wählen, was für eine Leistungsstufe möchte ich fahren. Kann ich mir frei hinterlegen, ob zum Beispiel 800 oder 900 oder 1000 PS, je nachdem, was man halt fahren möchte. Darüber steuere ich die Wasserpumpen, weil das ist ein wassergekühltes System. Ja, ich
Ne, man hört es jetzt gerade, es läuft jetzt gerade. Genau. Ab einer bestimmten Temperatur schaltet sich diese Umwälzpumpe um und dann zirkuliert ein großer Kreis, ich glaube, das sind 14 Liter Kühlwasser, separat für das Turbosystem. Ach echt? Weil das muss getrennt sein. Weil du kannst das Ganze nicht mit dem Kühlwasser vom Motor kühlen, weil da haben wir ja zwischen 90 und 105 Grad irgendwo. Ja. Wir haben hier in dem System so zwischen 20 und 50 Grad. Ach, damit das einfach nicht so aufheizt, die ganze Genau, Ladenlacht damit sich das nicht so aufheizt. Es ist ein getrennter Kreis. Den haben wir geschaffen. Das ist der Tank dafür. Auch nicht schlecht. Genau. Also hier ist quasi dein Wassertank für die Ladeluftkühler. Mhm. Genau. Ansonsten sieht man da eigentlich relativ wenig, weil hier kommt eigentlich noch eine Abdeckung drauf. Ja, die haben wir jetzt abmontiert, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Ne? Genau, weil sonst würdest du eigentlich gar nichts sehen. Mhm. Aber so temperaturmäßig ist alles ganz entspannt. Vollgas. Absolut. Kein Problem. Gar kein Problem. Natürlich. Das wird bestimmt irgendwo an seine Grenzen kommen, wenn wir jetzt den Ladedruck richtig hochdrehen. Und wenn klar, du dann einfach eine Kette gibst. Ne? Genau, da müsste man den Motor aber für aufmachen und so. Das war gar nicht das Ziel von dem Projekt. Muss ja, das ist ja, du wirst es beweisen können. Ja, wir werden es gleich auch im Video beweisen können. Es ist so, glaube ich, schon. Das Auto ist wirklich schnell. Ich bin noch nicht mitgefahren, aber anhand, was man schon so gehört hat, ne, ist das, glaube ich, schon oben. Ist schon ziemlich oben, glaube ich, ja. Also man muss dann unterscheiden. Es ist kein Auto, was ich auf einer Meile regelmäßig fahre oder so. Ich wollte ein Straßenauto. Mhm. Ich kann theoretisch damit aber auch mal auf einem halbe Meile-Event antreten und das Ding ist wirklich richtig schnell dabei. Das wäre, glaube ich, richtig interessant. Warst du schon mal Race Eindhoven? Wir fahren jetzt nächste Woche. Oh, das wird interessant. Nächste Woche. Da juckt es ja, glaube ich, so ein bisschen in den Finger. Auf jeden Fall. Sonst haben wir das mal mit unserem Polo gefahren, den kennst du ja auch. Ja. Da müssen wir auch nochmal was drehen, oder? Können wir gerne machen. Ja. Genau, ich habe noch so einen verrückten Polo, ja, mit so über 700 PS. Ja. Damit sind wir immer ganz gefahren. Ganz alter Polo, ne? Ja, 6N, ja. Ja. Ja, genau. Jetzt steht halt das Ding und jetzt wollen wir das natürlich auch mal testen. Sag uns doch mal kurz, wie stehen die Autos so? Weil viele interessiert das immer brennt. Mhm. Was kostet so ein Auto, so ein Umbau? Wo, wenn ich so ein Ding fahren will, was muss ich dafür hinblättern? Das fängt so ungefähr an bei den Plus-Modellen. Also Plus-Modell ist dann halt mit dicker Theke, mit Keramik und so. Fangen die so ab 100.000 Euro an, haben die natürlich meistens relativ viel Laufleistung. Ich sag mal so Mittelfeld 120, 130.000. Wenig runter kosten die 150.000. Fürs Auto erstmal? Ungefähr, fürs reine Auto. Mhm. Genau. Und dann, wenn einer... Als Gebrauchtwagen. Ja. Halt, ne? Genau. Neu sprechen wir von, ich glaube, die fangen an bei 190 oder so. Ja. Schon sehr teuer. Und wenn dann einer sagt, er will noch so wie du, so eine Leistung, so ein Turbo. Genau, es kommt so ein bisschen auf den Umfang an, aber so das reine Turbo-Kit sind so circa 50.000 Euro. Boah. Genau. Ehrlich. Das ist dann quasi der ganze... Boah. Ganze Umbau und sowas dann halt schon mit dabei. Also aber ist das halt sprechen sehr, wir noch nicht von Arbeitskosten? Oder? Doch, das ist da schon mit im Begriff. Ah, genau. Also du gibst das Auto ab und holst den dann halt wieder ab. Das sind so circa 50.000 Euro. Circa 50.000 Euro. Genau. Du musst halt sehen, alleine eine Kupplung für dieses Auto kostet 16 Riesen. Ehrlich? 16.000 Euro kostet eine Kupplung. Ach du Scheiße. Ja. Es ist halt überall, bei vielen Sachen ist dann ja, R8 Aufschlag halt. Ne? Ja, ja. Also, wenn überleg mal für 50.000 Euro, was sich andere. Ja, die holen sich da ihr Traumauto für. Ne? Ja, oder hier hast du eine Carbonverkleidung oder sowas. Ne? Das ist ja teilweise frech, was die da eigentlich für verlangen. Ne? Aber anders gesagt, musst du es halt so sehen: Was kriegst du für das Geld sonst für ein Auto in dieser Leistungsklasse? Ja, gut, da bist du wieder Bugatti Veyron dann. Ne? Genau, also mit der Leistung. Ja, eher Chiron, weil ein Veyron ist deutlich langsamer. Ja. Klar, die haben zwar 1000 PS. Das war deutlich schwerer, das Auto hat mehr Leistung. Das kannst du eher so von den Fahrleistungen mit so einem 1500 PS Chiron vergleichen. Ja, überleg mal, und da bist du bei Millionen. Genau. Ja, ich meine, klar, du kannst ja noch einen krassen Ferrari oder jetzt mega krass im Hype McLaren 27S. Ja, die sind auch schon schnell. Sind böse schnell, ne? Aber da kannst du dir halt auch sowas für bauen. Aber finde ich, Sound kommt der McLaren nicht hinter. Niemand. Nein, ja. Genau. Ja. Das wieder andere Liga. Ne? Wer wirklich sagt V10 und der Sound und eigentlich auch dieser Sauger-Charakter, weil das Auto fährt gar nicht unbedingt wie ein Turbomotor. Ja. Es fährt immer noch wie so ein Sauger. Sagt man ja, sonst baut man ja extra die Kompressor ein, damit die Seriencharakteristik bleibt. Ne? Aber hier bleibst du dann trotzdem. Genau, ein weil ich fahre jetzt nicht so bumm voll Ladedruck rein, sondern ich starte mit 0,4, 0,5 Bar. Du unterstützt quasi nur. Ne? Genau, und dann mit Drehzahl baue ich so ein bisschen den Ladedruck auf, bis dann halt so 0,7 Bar. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, Freunde, das soll es nicht gewesen sein. Jetzt gibt es ein bisschen Sound, ein bisschen Beschleunigung, ein paar Fahreindrücke. Ja, und natürlich wie immer meine Reaktion auf das Ganze. Ich muss sagen, wenn sowas Brachiales kommt, ich bin mal mitgefahren in dem BMW M5 F90, 900 PS, dann werde ich schon ruhiger. Mhm. Also du wirst dann eher ruhiger, anstatt du dann irgendwie rumschreibst, weil dann die Eindrücke sind so krass. Mhm. Oder 1000 PS GTR, das war auch so, da bist du dann eher so, du weißt nicht, was du sagen sollst, hast keine Worte dafür. Ne?
Weil nichts das beschreiben kann, was ja, gerade passiert. Genau, du weißt gar nicht, wie man es ausdrücken soll, wie das beschleunigt. Richtig, ne? Das kann man nur erleben dann. Genau. Ja, trotzdem werden wir das versuchen, bestmöglich natürlich euch zur Verfügung zu stellen. Und dann würde ich sagen, ja, schmeißen wir an den Hobel und dann gucken wir, was wir so hinkriegen. Machen wir, alles klar. So, Männers, jetzt weiß ich nicht, was mich erwartet. Ich fühle mich wie, kennst du vor so einer Achterbahn, die du noch nicht gefahren bist? Kenne ich. Und du weißt nicht, was gleich los ist. Ah, die Kiste kann halt beides, ne? Du kannst damit voll chillig fahren und kannst halt auch mal richtig die Sau rauslassen, ne? Ja, das ist so schon krank. Ja, das ist noch sehr human, ja. Sehr, sehr human, ja. Aber es fühlt sich einfach geil an, so. Ja. Weil du kriegst langsam so eine Intention, was los ist. Ja, ja. In der Kiste. Ja, Reifen und so muss halt wirklich warm fahren. Du denkst so mit dem Allrad, das wird alles kein Problem sein, aber... Jetzt zeig ich dir sogar an die Temperatur, ja, hier, ne? V10 ist für mich die Endstufe. Da hörst du noch so die Lader ein bisschen im Hintergrund, ne? Das ist schon geil. Von allem etwas, ne? Von Sauger, Turbo, ja. Ja. Leistung, Drehzahl. Genau. Das ist schon krass. Ja, allein wie lang, wie hoch das Ding dreht, ne? Das ist, wir drehen 9,2, das ist schon echt krass. Gleich die Antenne in Segler gemacht, ne? Ja. Und wie fühlt sich das an? Nein. Ich war so, wie gesagt, das war das, wo ich sag, man ist sprachlos, ne? Ja. Man checkt gar nicht mehr, was abgeht. Auf einmal stand 300 km/h auf dem Tacho, ey. Das geht so schnell, ne? Man kann das gar nicht beschreiben eigentlich, oder? Alter Vater. Was war das denn? Ziehst dann irgendwann nur noch die Gänge. Ja, du musst nur wirklich mich eigentlich aufs Schalten konzentrieren, weil ich schalte, also ich sag mal so realistisch, ich denke jetzt so zwei Personen, fahren wir so 3,5, 3,6, 100, 200, ja. Da schalte ich dreimal. Also mit drei Schaltwechseln fährst du das. Das ist ja nicht mehr normal. Also das heißt eigentlich fast jede Sekunde ein Schaltwechsel. Wie gesagt, das ist das Schwierige. So schneller die Autos werden, desto schwieriger kannst du es mit Worten wiedergeben, was ja, hier abgeht. Ja. Es ist wirklich so. Aber man fühlt sich trotzdem nicht unsicher in der Kiste. Nee, null. Ne? Das Auto das macht jetzt, das halt schon, ne? Das war jetzt gerade die ganze Zeit so ein bisschen kurvig sogar. Ja. Und ich war einfach so, so glücklich die ganze Zeit. Anstatt jetzt irgendwie ängstlich. Weißt du? Ja, das ist sehr gut. Aber das eine Stück war ja schon nicht schlecht jetzt. Ne? Ja. Ja, weil da war gerade unbegrenzt, da konntest du ja gerade Gas geben, ne? Das war da mal eben 300 schaffen, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, es geht. Also, wie viel hat die Endgeschwindigkeit? 360. Dann ist Getriebeende. Ja, du fährst auch einfach eiskalt voll in den Begrenzer. Ne? Der siebte Gang, jetzt hast du deinen Drehzahlbegrenzer. Hast du einmal geschafft, 360? Ja, ja? Mehrfach. Ja, der ist halt schnell da. Weil es halt echt schnell geht, ne? Ja. Ja, kannst du ja so grob zusammenrechnen. Du fährst so, ich sag mal, 0-100 ist keine Disziplin. Ich glaube, das Auto fährt Serie 3-2. Ich glaube, der ist jetzt langsamer. Nee. Also ich fahre schon so, so 2-7, 2-8 oder so, ne? Das geht immer so 0-100. Ich denke, da sind einfach irgendwo die Grenzen gesetzt. Vielleicht dann auf einer geklebten Strecke oder so. Aber das ist für mich nicht so interessant. Ja. Dann fährst du 100, 200, so ich sag mal, um 3-5. Roundabout ist ja jetzt egal, ob zählt viel mehr oder weniger. Ja. 200, 250, was sind wir gefahren? 2-2, 3-0. Ja. Ja, und ich glaube, du hast 3,5 oder 4 Sekunden von 250 auf 300. Also so ungefähr 7 Sekunden, 200, 300. Ja, und dann hast du es selber. Dann hast du so im besten Falle 13 Sekunden 0, 300. Das ist so krank. Ja.
ist so schnell, das Teil. Ne? Ab 8.500 kommt der nochmal richtig. Ne? Ja, ja. Da merkst du, da kommt nochmal. Da kommt richtig Schub, ne? Boah. Warte mal, was haben wir jetzt? Gut, das war jetzt Kurve und so, ne? Ja, jetzt haben wir glatte 4 Sekunden. Ja. Aber weißt du, was 4 Sekunden sind? Ja, ja. Jetzt mal ernsthaft, ich bin noch nie mal 4 Sekunden gefahren. Ja, das ist jetzt auch. Du hast jetzt hier keine perfekte Gerade gehabt, ne? Und das war sogar vielleicht minimal bergauf. Ich würde sagen, sogar vielleicht ein bisschen bergauf, ja. Aber das Ding kannst du, machst das jetzt noch. Das kannst du jetzt auch 20 Mal hintereinander machen. Das ist so geistesgestört. Und 29 Grad. 29 Grad Außentemperatur. Ne? Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, wir haben das jetzt hier nicht im Winter oder sowas. Also ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gefahren. Ja. Vor allem auch so kurzer Distanz, ne? 100, 204 Sekunden. Ja. 100, 250, 3,4 Sekunden. Ja. Ja, aber das ist jetzt schon eher, sage ich dir ganz ehrlich, das ist halt schon eher eine schlechte Zeit. Also es fährt schon. Ja, ja, aber du darfst nicht vergessen, wir sind zu zweit, wir haben 30 Grad. Ja, ja. Das war leicht kurvig, leicht bergauf. Ja. Boah. Das ist ja eine Maschine. Das ist schon crazy, oder? Das kannst du nur anhand des Tacho-Videos irgendwie belegen, wie schnell das ist. Ja. Ja. Man realisiert das fast nicht. Nee. Du musst dann halt auch wirklich sehr vorausschauend fahren und so. Ja. Weil, ja, guck mal, wie schnell du 300 hast. Du musst ja immer mit rechnen, es zieht wer raus oder so. Wenn ich schon erahne, es könnte jemand rausziehen, Fuß vom Gas, bremsen. Ja, klar. Ja. Ne? Kann sich immer mal jemand erschrecken oder so. Ja. Also immer, muss immer alles safe sein. Ne? Das war, weil du ja aus der 3 warst. Genau. Ein bisschen träger jetzt. Ich muss aus der 2 fahren. Ne? Ja. Aber guck mal, 200, 250. Ja, das war jetzt 2,6. 2,6 Sekunden. 250. 2,6. Und 100, 200 war dafür trotzdem 4,1 nochmal. Dafür genau. Hast du einen Gang höher gestartet. Genau, ich muss immer aus der 2 starten, weil das Ding geht halt auf Drehzahl. Für eine gute 100, 200. Für eine gute 100, 200 muss ich aus der 2 starten. Aber da sieht man, wie stark das Auto oben raus ist. 200, 250 hier, eine 2,6. Wahnsinn. Das ist schon echt ein Brett. Ja. Das ist schon echt ein Brett. Ja, und ganz viele fragen, ich meine, bei dem Auto ist es egal, ob das jetzt 3,5 oder 4,0 fährt, ne? Aber man muss halt immer sehen, das kann ich jetzt immer wieder machen. Das ist das Krasse. Genau, ich kann das jetzt immer wieder machen und nochmal und nochmal. Und ja, klar, wenn ich dann heute Abend dann vielleicht mal eine Runde fahre und dann habe ich 20 Grad, ich sage, dann hämmert das Ding mit zwei Personen, Lauf für Lauf, 3,6, 3,7, 3,8 rein. Ja. Fahre ich alleine, fährt so ein Ding, also ich fahre, glaube ich, die besten Zeiten 3,3, 3,4. Das kommt dahin eigentlich immer so alleine. Dann schaltest du mal ein bisschen schlechter, dann kommt eine 3,6 und eine 3,7. Ja. Dann denkst du dir so, Alter, das ist krank. Ja. Wie viele Turbo-Umbauten gibt es? Ja. Mhm. Da fließt ja ein Schlauch um die Ohren, das fliegt hier um die Ohren, dies, das. Ja. Das funktioniert wieder nicht. Genau. Und hier ist es halt, du hast Bock damit zu fahren, Startknopf drücken, rein, Wahnsinn. Let's go. Wie viele Kilometer hast du jetzt mit dem schon abgesprochen? Mit dem so Umbau? Mit dem Umbau, ich würde sagen so 7.000, 8.000 Kilometer ungefähr. Schon stabil. Ja, also ein Sportwagen fährt man ja nun mal nicht so viel, ne? Ja. Aber ja, wenn ich ihn raushol, dann wird das Ding vernünftig warm gefahren und dann bewegst du halt auch so ein Auto, ne? Artgerecht. Artgerecht bewegen. Dafür ist es halt da. Ja. Kannst du auch mit geschlossener Klappe Vollgas geben? Die geht irgendwann zwangsweise auf. Ja. Das heißt, ich kann jetzt Vollgas geben? Nein, relativ schnell. Dann geht es irgendwann auf. Ja. Aber so halt normales Cruisen, das heißt, selbst wenn ich jetzt hier auf Komfort mache, zack, jetzt ist das Fahrwerk auch weich. Jetzt könntest du theoretisch damit 500 Kilometer irgendwo abrollen, ohne dass du hier einen Bandscheibenvorfall hast. Ja. Ne? Wo ihr dann oben ritzt, jetzt können wir mal so einen Run machen aus Rom dann. Einfach ein bisschen beschleunigen. Ja, können wir machen, ja. So wie jetzt nicht 7. aber so 6. oder was. Mal reinlatschen, gucken, was passiert. Ja. Nicht verloren hat das Auto. Nee, null. Dieser, du hast kein Turbo.
Turbo-Punch. Genau, du hast keinen Turbo-Punch. Das macht dieses Auto auch in Anführungsstrichen relativ gut kontrollierbar. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass das überfordert fährt. Dass das Heck dann so jedes Mal oder was? Genau, das geht alles noch. Ne? Das lässt sich alles schön fahren. Das ist selbst auch für mich, immer wenn du guckst diese Zahlen an, denkst du so, Alter. Guck mal, ein 1000, genau, diese 4.1, die wir fahren, das fährt ein 1500 PS Bugatti. Ohne Scheiß. Genau, die fahren genau 4.1. Jetzt, wo du das sagst, realisiert man dann erstmal, was gerade so passiert. Genau, die fahren 4.1. Unter optimalsten Bedingungen, leerer Tank, nicht so warm, ne? Das macht das Ding ja... 4.1 macht der auch so... Ne? Genau, zwei Personen, ganz easy, schüttelt das Ding hier halt aus dem Ärmel. Ne? Du bist doch bestimmt ab und zu mal dann stolz auf dich, wenn du weißt. Ne? Man freut sich schon, wenn das so funktioniert und so. Freut man sich schon, auf jeden Fall. Aber da würde auch, glaube ich, wenn du den verkaufen würdest, würde dein Herz ein bisschen wehtun. Ne? Schon. Naja, man hat da schon viel Energie und Zeit reingesteckt. Ne? Und man ist natürlich mega froh, dass das halt auch so funktioniert. Ne? Wie es halt funktioniert. Ne? Ich habe ja jetzt überall auch Temperatursensoren nach. Das sind Ladelufttemperaturen. 38 Grad, 37 Grad. Komplett entspannt, ne, alles. Ja, da haben wir die linke Anzeige ist jetzt quasi der Wassertank. Das ist einmal der Wassertank und einmal was in den Ladeluftkühlern ist. Ja. Genau. Im Wassertank haben wir 38 Grad und genau, in den Ladeluftkühlern 36 Grad. Genau, und jetzt darf man nicht vergessen, das heißt, wir sind ungefähr 10 Grad über Außentemperatur. Mit Ballern und so. Ich glaube, besser kann das Kühlsystem gar nicht funktionieren. Das ist mehr als top. Ja. Deshalb, ich habe dir vorhin das erklärt mit, wir haben das alles ein bisschen größer dimensioniert. Wir haben das auch noch nicht gebaut. Wir haben natürlich keine Lust, den Kühler oder die Kühler nochmal anzufertigen. So ein Kühler steckt so viel Arbeit, Zuschnitt. Ne? Also jetzt ist ja jedes Blech alles einzeln geschnitten, gemacht, getan. Ja, dann arbeitest du da 30, 40 Stunden an ein paar Ladeluftkühlern, baust sie ein, stellst dann fest, funktioniert nicht. Das wäre Benzinverbrauch ungefähr. Chillig. Tja, du kannst das Ding wirklich mit 12 bis 14 Liter fahren, normal. Normal. Genau. Ich kann hier aber auch locker 35 oder 40 durchknechten. Plus. Genau. Die Kraftstoffversorgung an dem Auto ist eigentlich original. Das heißt, Düsen und so sind Serie. Ja. Unfassbar. 500 PS mehr Leistung. Okay. Das ist ja eigentlich ein Benzin-Direkteinspritzer. Ja. Das heißt, ich habe 10 Düsen, die direkt in die Zylinder einspritzen. Und das Auto hat noch 10 Saugrohrdüsen. Oh no. Zusätzlich. Das haben die zum Beispiel, vielleicht kennst du das, gerade bei den ganzen Audi-Modellen, hast du schon mal den Begriff Bedi-Reinigung gehört. Ja, klar. Genau, das Auto macht quasi selbstständig die ganze Zeit eine Bedi, weil er wieder diese Saugrohrdüsen hat. Ah, okay. Und die nutze ich jetzt, wenn ich das Auto jetzt getuned habe, für mehr Kraftstoff und kann so die Mehrleistung entfangen. Das Einzige, was wir geändert haben, ist die Kraftstoffpumpe. Hast du das Zischen von den Ladern gehört? Dieses das war so schrill und hey, du denkst, die Karre fliegt auseinander. Das sind einfach die Lader, die den Ladedruck machen. Was ist das denn? Was um alles in der Welt ist das denn? Nein. Endstufe. Nein. Nein, Endstufe. Guck mal hier. Falls ihr übrigens was braucht hier, ne? Da ist der gute alte Kondomat. Ne? Da gibt es die gute alte Travel. So, jetzt bin ich mal hier hinter der Kamera. Mein Hotel darf einmal mitfahren. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen. Wir sind hier gerade so ein bisschen perplex, also ich zumindest. Und ja, man weiß einfach nicht, wie man das wiedergeben kann. Aber ich hoffe, die Bilder haben euch irgendwie einen Eindruck vermittelt. Das war der Benny, BK Performance mit seinem Audi R8 V10 Plus Biturbo. Ja, und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja.
Vielen Dank auf jeden Fall für das Erlebnis. Gerne, gerne. Und dann würde ich sagen, wäre cool, wenn das nochmal klappt mit dem VW Polo 6N. Das ist auch ein Schocker. 700 PS, wenn nicht noch ein bisschen mehr. Ja. Das wird auf jeden Fall auch geil. Machen wir. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.